Hallo, schön, dass ihr mir wieder zuschaut. Ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und spreche heute über das Thema Kältestrahlung. Das ist physikalisch nicht ganz richtig, das ist mir sehr wohl bewusst, aber es dient sehr der Anschauung, so wie man zum Beispiel auch sagt, kaltes Wasser. Ja. Ich habe hier so ein Temperaturmessgerät, wenn man darauf drückt, zeigt er die Temperatur in der Verlängerung, hat vorne so einen offenen Bereich, wo die Wärmestrahlung sozusagen eintrifft und wo er dann die Temperatur anzeigt. So, 19 Grad. Hier ist in meiner Wohnung, in meinem Schlafzimmer. So, jetzt gehe ich mal raus und messe mal hier den Boden. Ja, war heute Nacht kalt, der Boden ist so circa 0 Grad. Wenn ich jetzt hier so mein Remisegebäude mal anmache, oh, das ist sogar noch kälter ein bisschen. Naja, also wie dem auch sei. Und wenn ich jetzt zum Himmel hoch gehe mit dem Gerät, zeigt er was an, kann man es erkennen. Minus 41 Grad, ne? 40 Grad. Also der Himmel ist sehr kalt. Und dann kommt natürlich vor dem Himmel auch entsprechend Kältestrahlung auf dieses Dach zum Beispiel, was mit Rauhreif benetzt ist. Der Boden hat noch so eine Restwärme wahrscheinlich gehabt, ist nicht so schlimm. Aber jetzt zeige ich hier mal ein Auto von meinen Nachbarn, was hier so steht. Da sieht man die Scheibe vorne und oben ist es vereist wegen der enormen Kältestrahlung, die von oben kommt. Von der Seite, hier hinten, meine Scheibe ist hinten auch nicht vereist. In dieser Verlängerung dieser Seitenscheiben ist ja das Haus und das Haus strahlt nicht unbedingt so kalt. Das hat ja wahrscheinlich nur 0 Grad an der Oberfläche und hat keine dolle Kältestrahlung. Und deswegen kondensiert die Feuchtigkeit der Luft an den Flächen, die zum Himmel geneigt sind. Wenn nachher die Sonne rauskommt und drauf scheint, dann kann man dann auch wirklich von Wärmestrahlung sprechen, aber der Begriff Kältestrahlung gefällt mir eigentlich sehr gut, weil man da sehr viele Effekte wirklich sehr gut erklären kann. Ja, alles. So, nur noch ein Schlusswort. Wenn man also das sich vorstellt mit der Kältestrahlung, wenn du jetzt im Zelt im Freien übernachtest, von oben kommt die Kälte und strahlt. Wenn du jetzt unter einem Baum zeltest oder eine kleine Plane darüber in brenzlichen Situationen, wenn es wirklich sehr kalt wird, noch über das Zelt machst, dann wird es dir wirklich angenehmer werden. Ja, das wollte ich noch mal sagen. Also die Vorstellung mit der Kältestrahlung ist gar nicht so falsch. Man kann sich da sehr vieles sehr schön erklären. Ja, okay, tschüss.